Hallo, Merhaba. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Feedback Frei. Ich freue mich, dass du / ihr eingeschaltet habt. Es ist Mitte Oktober, so es geht Richtung November, Weihnachtszeit steht bald an. Weißt du, ich habe hier, wie ihr sehen könnt, ich habe für euch schon mal den Kamin angemacht, weil diese Feedback Friday Folge steht ganz im Zeichen des Feuers. Wie ihr wahrscheinlich wisst, und ich hoffe, heute ein paar geile Beats zu hören. Mein Name ist DVDN, es freut mich, dass ihr natürlich eingeschaltet habt. Weil die nur wegen Beats da sind, guckt ihr das nicht. Aber an dieser Stelle nochmal wirklich, wirklich sehr grateful. Wir haben die 8K geknackt, jetzt sind es schon, glaube ich, 8100 und so. Und auch wenn das so kleine Steps sind, so weißt du, es macht einfach Spaß, dass du quasi einen Fortschritt siehst. Und das ist einfach immer schön zu sehen, dass, okay, ey, irgendwas machst du ein bisschen richtig. Klar, bei manchen geht es schneller, bei manchen ist es ein bisschen langsamer. Aber manchmal muss man einfach mal dankbar sein, ein bisschen sich freuen und so. Ich erkläre nochmal kurz in dem Format, worum es geht, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ihr könnt mir Beats senden an die E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet ist. Und in diesem Format höre ich mir die an und gebe ein kleines Feedback. Und am Ende gibt es so einen kleinen Gewinner der Folge, den ich dann küre. By the way, ich habe ja mal erwähnt, dass wir mal eine Live-Feedback-Friday-Folge machen können. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. So, dann finden wir einen nicen Termin, wo ihr alle schulfrei habt. Haha. Oder ich auch Urlaub oder sowas. Wir haben heute, ich habe mich entschieden dafür, dass es so lange ausgefallen ist, sind wir jetzt wieder bei 7 Leuten statt 5. Und dann fangen wir erstmal an bei dem Bro Jiu. Und was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, was mich wirklich immer wirklich besonders freut, so, wenn Leute Beats schicken, so, ich meine, jeder kennt so Molo Beats, so, der hat schon 3, 4, 5 Mal oder so mitgemacht, der ist auf jeden Fall Ehrengast, Shoutout nochmal an dich. Und er hat geschrieben, hey DVDN, ich war schon mal in deinem ersten Feedback-Videos unter einem anderen Namen, hat mich ein bisschen verbessert und ich freue mich, nochmal deine Meinung hören könnte. Liebe Grüße. So, und einfach immer schön so zu sehen, dass Leute das dann sich vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen, dann auch noch ein bisschen weitermachen und noch krasser werden und so. Und ja, ich bin gespannt, dass er sich verbessert hat. Ich habe, glaube ich, noch so ein bisschen den Beat im Kopf, den er damals hatte. Es war auch so ein ähnlicher, so vom Type. Und er hat geschickt, Free Young Bands, Ex-Playboy Cardi Type Breed. Drip. Ja, okay, ja, Drip. Ah, doch, könnte sogar sein, dass das dieselbe Melo ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Melo auch schon in den letzten Beat hattest, so, aber vielleicht irre ich mich da auch, das weiß ich nicht. Der Style ist auf jeden Fall gut gewählt, passt auf jeden Fall zu Young Bands und Playboy Cardi. Für meinen Geschmack, ich weiß, es ist so dieses Ami-Type-Ding, es ist so dieses bisschen Stumpfe, auch so was so DaBaby gerade macht und so, so ein bisschen dieses, haben nur stumpf drauf und dann loopt sich das und vielleicht hast du mal da Hi-Hats, die aussetzen und so. Mir fehlt persönlich ein bisschen die Kick, so, ich bin großer Liebhaber, so wenn die Kick noch drin ist. Aber so vom Vibe auf jeden Fall nice. Melo ist auch sehr cool. Aber vielleicht hätte man auch so diese Flöte oder diese Whistle einfach ein bisschen, weißt du, akzentuierter einsetzen sollen, damit, weißt du, so man, damit die noch ein Highlight bleibt. Weißt du, wie ich meine? So nur in der Hook und der Rest des Beats sind dann die Chords. Diese bisschen Lil Tecca-mäßigen Playboy Cardi Chords. Hast dich auf jeden Fall verbessert, auch was ein bisschen das Soundbit angeht, so wie ich das in Erinnerung habe. Und bleib auf jeden Fall dran. Dann haben wir als nächstes jemanden neuen, den kenne ich nicht. Handlory. Hier, also er hat der Kanal heißt ein bisschen anders, aber ist Handlory. Oh, UFO361, ex Luciano, ex Capital Bra Type Beat, Rosa Knochen. Finde ich, ist ein cooler Titel. Und schon sold, Alter, nicht schlecht. 23.08. 36 Aufrufe. Ey, wenn das immer so laufen will, wild, ne? Dann müsste ich nicht mehr arbeiten gehen. Aber ich bin gespannt. Ich höre mir an, was du rausgehauen hast. Na, schön, das Detune-Piano gefällt mir schon mal gut. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Mhm. Ja. Thank you.
das Piano nochmal runtergepitcht. Ui, okay, der ist schon krass auf jeden Fall. Aber Rudi, ich muss sagen, Alter, so man sagt schon über mich so, oh, Danny, deine Kicks ballern mir immer die Ohren weg. Aber das ist mal wirklich Next-Level-Shit, so. Die klingt schon fast so ein bisschen technomäßig, habe ich das Gefühl. Aber passt zum Vibe so. Es ist so dieser simple, stumpfe Trap so mit dem eintönigen Piano und so. Weißt du, die Melo holt jetzt keinen Dingenspreis ab, aber solange das Gesamtpaket stimmt, ist es eigentlich egal. So, ich finde diese Vocals sehr nice, die du so drin hast. Die geben dem auf jeden Fall noch ein bisschen Vibe und deswegen passt es auch so ein bisschen zu dem Beat-Titel Rosa Knochen, so, weil es so ein bisschen so Horror-Zombie-mäßig, Skelette. Aber ja, wie gesagt, finde ich gut. Muss man drauf stehen. Gibt auch bestimmt Leute, die sagen, oh, was ist das für ein Scheiß, voll simpel, da passiert nichts. Und, oh. Ich sage immer, manchmal ist Simplicity Key so und da finde ich das auf jeden Fall sehr gelungen. Also bleib auf jeden Fall dran, like. Hast du auf jeden Fall. Apropos, wir haben gerade von hier Ehrengästen gesprochen. Ratet mal, wer was geschickt hat. Haha, Molo Beats. Mensch, du, lange nicht gesehen, Alter. Auch ein UFO 361 Type Beats. Nike Leggings. I love me some Leggings. Ist bescheuert, ja. So, dann hören wir mal rein. Molo Beats. Aber wahrscheinlich so ein bisschen mehr an Wave orientiert vom Style, ne? Fand ich übrigens nur okay. Fand ich jetzt nicht super krass, aber nicht geil. Digga. Also Molo auf jeden Fall, mit dem Vibe hast du mich sehr abgeholt, so. Ich sag, der Dolphin-Soundeffekt, der war ein bisschen cheesy, musst du selber zugeben, ne? Aber gut, UFO, ich verstehe es. Ich finde wirklich sehr geil, aber ich glaube, du warst ein bisschen zu verkopft, was die Melo angeht, weil ich sag dir warum. Ich finde die... Und dann loopen, weißt du, Digga, nicht so dieses, du warst so ein bisschen verkopft, du wolltest zu viel, so, weißt du, du hast gesagt, ah, okay, gut, jetzt habe ich schon so nice Bass, aber du willst halt noch unbedingt noch ein bisschen mehr drin haben, so, aber ich finde, das hätte vollkommen gereicht. Einfach die hier. Din, din, din. Und dann einfach loopen. Ich finde, ab da, ich weiß nicht, passt nicht, holt mich irgendwie raus aus dem Vibe, so. Aber so Drums, clean, Alter, 808 auch nice. Ich habe das Gefühl, der Sub-Bass ist ein bisschen zu tief und ich hatte vielleicht einen anderen Sound gewählt, so Sound Selection auch, sonst alles in Ordnung und so. Aber es sind so meine Knackpunkte, so. Denkst du so, ach Danny, Mann, warum kritisierst du so viel an meinen Beats? Brudi, ich sehe fucking Potenzial da drin und deswegen sage ich dir, mach das so und so, einfach um dich selber noch ein bisschen mehr zu pushen, verstehst du? Auf jeden Fall, wirklich brutaler Beat, finde ich sehr gut. Molo Beats, du machst dich auf jeden Fall. Next up kommen wir zu Nines 808. Er hat auch extra eine E-Mail geschrieben, weil er auch schon mal dabei war. Hat er mir gesagt, ey Brudi, du hast meinen Namen falsch gesagt das letzte Mal. Ich habe wohl gesagt das letzte Mal 9Z808. Ich glaube, wir hören mal Camorra so, weil es halt so ein bisschen zeitgemäß ist. Ich meine, kam jetzt Puta Madre raus. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Ich fand den so richtig Müll, Alter. Richtig Müll. Der Beat ist Müll. Nicht Raf Camorra an sich ist Müll, so der hat schon Hits und
Weißt du, so Neon und mein Team war schon cool, so kann ich fühlen, aber hat mich nicht abgeholt, keine Ahnung. Okay. Okay. Okay, Nines, das ist ja anscheinend ein Collab mit einem Homie von dir. Ist das MV3D, heißt das so? Oder schreib es mir in die Kommentare, Brudi. Also von der Melo Böse gefällt mir gut. So die Bells, die haben Vibe und so. Du hast auch schön die Raf Camora jetzt reingenommen, wie ich gesehen habe und so. Schön den Dancehall Spirit drin gehabt und so. Na, was heißt, was mich stört? So ist es so... Weißt du, bei diesen Dingern, weißt du gerade auch, wenn du nur einen Sub-Bass hast, dann müssen die Drums halt richtig ballern, weil sonst hast du die ganze Zeit nur diesen Sub-Bass im Ohr, deswegen hättest du vielleicht ein paar härtere Kicks nehmen sollen, vielleicht ein anderes Snare, also ich finde die Snare so persönlich so ein bisschen sehr ausgelutscht mittlerweile. Ansonsten stabil, aber ich glaube, liegt halt noch so ein bisschen hinter dem, was der Beat eigentlich könnte und so. Und bei Raff ist es ja so oft, so du hast ein längeres Intro und dann ballert einfach BAM! Da einfach direkt alles rein, so. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, so. Gerade wenn es so krass tanzbar sein soll, dann musst du da auch echt abliefern. Aber weißt du, das ist auch schwer. Das, ne, weißt du, wenn das jeder könnte, dann wäre es ja kein Problem, so. Ne? Hätten wir alle schon schön, hätten wir hier, das kann man nicht sehen, aber hätten wir da statt so einem coolen Rodeo Travis Scott Pose, das ich mir gekauft habe, mit Rahmen von Ikea, wo die Plexiglasscheibe schon gesprungen ist, beste Qualität, hätten wir da einfach schon alle unsere Gold- und Platinplatten hängen. Aber nee. Es ist leider nicht so leicht. Ist es nicht. SD Beats kenne ich noch nicht. Hat 3 Beats geschickt. Guitar Trap Type Beat. R&B schätze ich. Dancehall. So, also heißen die Beats. Also wieder Preis für beste Beat-Titel. Diesmal an SD Beats. Bisher kann hier noch streitig werden und so. Und ich habe keinen Bock auf Dancehall. Deswegen entscheide ich mich für Guitar. R&B schätze ich. Schön die Bryson Tiller Chords. Der passt auch perfekt zur Folge hier. Schön mit dem Kamin. Mal ein bisschen durch. Okay, SD Beats, Alter. Ist sehr krass. Richtig vibey Melo. Auch relativ unorthodoxes Run-Pattern. So wirklich bisschen oldschooliger auch mit der Snap und so. So für meinen Geschmack. So, das ist wirklich ein Top-Beat, so kann ich nichts sagen. So. Würde mich mal interessieren, ob das ein Sample ist oder selber eingespielt ist. Aber ich glaube, ich tippe jetzt mal auf selber eingespielt. Hört ihr mal den Song von Wale und Bryson an, Love. Der ist von Ozzy produziert. Ist auch so ein R&B-Ding oder von Swae Lee, Sexy. Ich glaube, dem Beat hätten noch so modernere Drums noch einen Ticken mehr besser gestanden, meiner Meinung nach. Ich glaube, dann wäre richtig Banger gewesen, so für mich, für meinen Personal Taste. So. Aber alles in allem holt er mich schon sehr ab. Das ist so ein richtiger... Einfach nur Zex-Beat, so, ne? Ich würde einfach Zex nennen, T, so T-S-E-K-S, so, weil kein Bock auf Demonetization und so. Und
dann suchst du dir Bryson Tillers E-Mail raus und dann sagst du, ey Bryson, ich hab da was für dich. Und dann schickst du ihm das. Aber vorher machst du noch moderneren Drums ein bisschen. Vielleicht, weißt du, vielleicht einfach nur noch so eine schöne Two-Step-Hi-Hat, einfach so ein bisschen und dann raus damit. Aber wirklich Top-Beat, gefällt mir sehr gut. SD-Beats sollte man auf dem Schirm haben. So, dann kommen wir jetzt nächstes zu SSP Music. Shoutout an Simon, ich sag jetzt einfach deinen Vornamen, kann hoffentlich keiner was mit anfangen. War auch schon öfters dabei, diesmal wieder Trap. Ich glaube, du hast den letzten Beat auch Trap genannt. Ich bin gespannt. Oh, okay. Bassline ist schon mal nice. Okay, Simon, auf jeden Fall cooler Vibe. Ich weiß, du neigst sehr dazu, so immer viel auszuproduzieren und dann, du brauchst einfach ein bisschen mehr Mut zur Roughness. So, weißt, es klingt von den Drums auch noch ein bisschen zu clean, weißt, einfach mal ein bisschen dirty sein, scheiß drauf, ob es übersteuert, Mann, Übersteuerung ist key, sage ich immer, Übersteuerung, und aber die Bassline hat richtig Bounce, Alter, finde ich geil, so auch allgemein der Beat, so mit den Bells, hier gehst du wieder ein bisschen in den melodischen Part, so, aber gut, ne, das ist halt dein Ding, finde ich auch voll okay, so, aber so der Part ist eigentlich wirklich sehr böse. So, Leute, und eine wichtige Frage habe ich noch an euch. Frage: Was ist ein Danny, der Mate trinkt? Einfach nur ein Danny, der eine Mate trinkt. Beste, Alter. Animus. Jetzt bei Bushido. Wer hätte es gedacht? Ach, herrlich. Dann haben wir als letztes, ich glaube, TK. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen, Woody. Und er hat drei Beats geschickt: Chris Brown, Capital Bra und JBG. Drei Type-Beat. Ey, komm, warum nicht? Er macht jetzt auch wieder ein Comeback und so. Ich habe diesen Clip gesehen, wo er da mit seinem Bro Asche da ist und so. Ah, der hat schon gut gelitten die letzten Monate. Ich meine, ich bin jetzt kein Kollega-Fan, so. So ein paar Sachen sind gut. Nee, nicht. Ich bin gespannt. Einfach mal fürs Throwback: JBG 3. Bruder, wir machen so das Intro mit Körn wieder. Und dann kommen Dobermänner rein, das wird super. Kollege der Boss. Oh, Bushido ist ja auch dabei. Bro, nimm. Okay, TK ist perfekt für Kolle. Vielleicht landet es auf Alpha Gene 2, wenn du Glück hast und so. Also ich habe nichts dran auszusetzen. Es ist jetzt nicht so der Style, den ich so selber mache oder gerade pumpe oder so. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Leute, die da noch Interesse haben so. Und vom Sound her ist stabil gemixt. So, du hast diese Epicness, die rüberkommt. Mir persönlich fehlt ein Chor. Weißt du, dann hast du es nämlich richtig schön auf Kollega gestaucht. So. Ich glaube, es ist viel Nexus oder Orchestra oder so. Schreib es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Kann ich nicht meckern, Alter. So ist halt ein Kollega-Type-Beat. So. Und den hast du auf jeden Fall sehr gut getroffen. So, Leute. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr hin und her gerissen zwischen dem R&B-Beat und Molo-Beats, Nike-Leggings-Type-Beat. Ich finde beide sehr krass, deswegen sage ich, heute wieder ein Doppelgewinner. Hey, Molo-Beats und SD-Beats, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auf jeden Fall die Gewinner der heutigen Feedback-Friday-Folge. Natürlich großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben wieder.
Falls ihr was einschicken wollt, unten in der Beschreibung findet ihr die E-Mail-Adresse, wo ihr was einschicken könnt. Bitte als MP3, maximal 3 Stück. Falls ihr nicht schreibt, welche ihr am besten hören würdet, so dann suche ich den aus meistens. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar, ein Like und natürlich ein Sub da. Und wer richtig Bock hat, der kann bei mir auf die Instagram-Page gehen und da auch auf Folgen klicken, weil ich poste mal richtig lustigen Story-Content. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, ne, dann würde ich da wirklich da hingehen und ja, folgen würde ich mal sagen. Ne? Weil dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Alles, was so rauskommt, ist immer erst auf Insta und dann kommt es auf YouTube. Klar, es sind nur ein paar Minuten so, aber ey, komm, ja, ohne Insta geht gar nichts mehr. Und außerdem habe ich letztens ein cooles Foto von mir und meinen Jungs in Travemünde gepostet. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr einfach schön auf Insta gehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen, besinnlichen Abend. Schmeißt euch den Kamin an. Setzt euch hin mit eurer Freundin. Tut so, als wärt ihr reich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.